Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Sims 4. Die Toilette ist natürlich immer noch nicht sauber. Wir machen sie mal sauber und wischen auf. Und das war ein Schluckauf oder ein Hixer oder was auch immer. Und du hast keinen Spaß. Dann guckst du auch nochmal den Action-Kanal. Und ja. Oh, John ist heute mit der Schule fertig. Er hat zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Grundschullehrer sind der Meinung, dass. Hallo? Er macht jeden Tag seine Hausaufgaben und alles. Was ist denn los? Nur weil er nicht Energie geladen. Ah ne, okay, er ist ganz gut. Wie ist man denn Energie geladen? Manu. So, das legen wir mal dahin und das machst du dann als nächstes auch. Hausaufgaben machen. Du wolltest aber gerade schlafen. Stressiger Schultag. Selbst im Spiegel zu beruhigen versuchen. Okay. Na gut. Unwohl. Müde wegen niedriger Energie. Hat er die Hausaufgaben etwa fertig? Ja, ich bin stolz auf ihn. Okay. Was hast du jetzt schon wieder? Ach ja. Er hat das Buch auch schon wieder fertig. Oh Gott. An Verlag verkaufen. Okay, machen wir mal. Ansonsten brauchst du ja noch ein Buch. Für deine Arbeit. Okay. Nein, nicht schreiben üben. Genrebuch schreiben. Oh, Sachbuch. Na gut, schlaf mal. Okay, da hat wohl jemand Geld nach Hause gebracht. Und stinkt. Dann machen wir eine richtig schöne dampfende Dusche. Das macht dich bestimmt gleich wieder fröhlich. Und dann gehst du mal auf die versiffte Toilette. Und dann isst du mal. Machst du das verdorbene Essen weg. Oh, sie hat nichts bemerkt. Gut für dich. So, jetzt sag mal fertig. Unwohl. Eklige Sanitäranlage. Okay. Ach, die ist auch eklig. Okay, schade. So, das Waschbecken ist jetzt. Nein, ist es nicht. Aber hier ist noch was übrig. Ein Gericht nehmen. Das müsste aber auch nicht mehr so gut schmecken, eigentlich. Und du hast auch Hunger. Dann kannst du auch mal das hier essen, ein Gericht nehmen. Und was ist mit dir? Du hast auch Hunger. Und musst auf Klo. Na schön. Dann isst du Joghurt. Wenn du aufwachst. Und dann gehst du auf Toilette ersetzen. Okay, es ist schon so verdorben, dass man es nur noch ersetzen kann. Oh was, okay. Du kannst auf Toilette. Die Lügen meines Deutschlehrers. Okay. Ich lüge euch nur an. Dies ist ein Sachbuch. Ja. Dann schreibt man deinem Sachbuch. Und du musst auch auf Toilette. Ach so, weil es gerade kaputt war, konntest du wahrscheinlich nicht. Lauf. Friss dein Joghurt. Lauf. Lecker. Mit Erdbeeren. Jetzt kannst du schlafen gehen. Ah, nee, nachdem du dir die Hände gewaschen hast und ein bisschen aufgewischt hast.
Umarm ihn. Umarm ihn, warte, bevor du schlafen gehst. Ja, Auswahl. Freundlich. Nach Schule fragen? Okay. Kannst auch machen. Mehr Auswahl. Ich will ihn umarmen. Ich will ihn umarmen. Oh, Wangen mit Küssen. Über Logikrätsel reden. Das ist cool. Alter, sie hat doch voll die Hintergedanken. Wie die aussieht. Na schön, geh schlafen. Oh, die sind alle lila. Na schön. So, du räumst auch dein Shit auf. Und dann kannst du experimentieren. Und du schreibst weiter. Bis du auf Klo musst. Aini. Hallo, Aini. Spielen mit Aini. Nein, ich will reden mit Aini. Aufmuntern. So. Die haben eine Beziehung, was? Ach du Scheiße. Kaum sind die Viecher größer, denken die. Denken immer alle, die hätten plötzlich eine Beziehung. Warte, könnt ihr wirklich aufmuntern, beschimpfen? Nein, nicht beschimpfen. Geschichte erzählen. Zählt das mit dem Umarmen an? Hm. Ein Buch lesen. Etwas lesen. Etwas lesen. Lies irgendwas. Etwas lesen. Okay. Du räumst genau auf. Maxis hat dein Haus favorisiert. Achso, Maxis. Ups. Ich dachte so, Kannst du das auch essen? Ja. Okay. Dann isst du mal schön. Du unterhältst dich schön mit deinem neuen Freund. Eni umarmen, Junge. Eni umarmen. Hey, Rashu. Ich will das nochmal. Aini. Es ist nicht Aini. Oh, mit einem Kuss. Nochmal. Huch. So. Oh, Fantasiewelt vorstellen, Geheimnis erzählen das. In der Vergangenheit fragen. Und dann kannst du trainieren. Ups. Der macht hier seine komischen Sachen, ey. Du könntest eigentlich so einen Gesundheitstrank machen. Damit du kein Essen essen musst. Aber egal. Jetzt liest du erstmal. Ah, inzwischen hat er das ja gar nicht mehr. Hm. Du musst gleich zur Schule, Junge. Ach, da ist er. Ich dachte schon, wo ist er hingegangen? Ich bin auch gerade voll still, merke ich gerade. Aber du gehst jetzt erstmal duschen, du stinkst. Okay. Und was machst du? Du schläfst. Okay. Und du musst auch duschen, das ist wichtiger. Hm. Hm. Dusche. Du duschst jetzt hier. Ich habe keinen Bock, den wieder irgendwie rauszuwerfen. So, mach deinen Kacktrank und dann kannst du duschen. Und dann kannst du zur Schule.
So. Wann machst du zur Arbeit? Heute. Um 9 Uhr. Auch bald. Okay. Was? 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 Da stand, er hat Geburtstag? Das übersieht man so. Wo, wo? Geburtstag, Geburtstag. Wann? 2 Tage, okay. Toilettenpausen 14. Gekochte Mahlzeit 0. Genommen, duschen. Geküsst worden. Man kann geküsst werden als Kind. Du musst auch zur Arbeit. Okay. Läuft alle zur Arbeit. Na dann. Ich kann meinen Müll entsorgen. Die Pfütze ist verschwunden. Und du bist wieder aus der Schule raus. So schnell. Du musst aber auch fleißig arbeiten. So. Hausaufgaben machen. Wie geht's dir denn so? Ah, lass dein Zimmer ein Nickerchen machen oder eine erfrischende Dusche genießen, damit der Energie geladen wird. Oh, das steht da sogar. Oh Mann, ey. Na gut, beim nächsten Mal weiß ich das. Ist das schön, dass wir das jetzt wissen. Wie geht's dir so faul? Okay. Na gut. Gut, dann können wir das noch schaffen, bevor er älter wird. Das ist gut. Oh, Rosti kommt wieder. Und geht wahrscheinlich gleich pennen oder so. Aber nee, du guckst fern. Und du umarmst Aini, redest ein bisschen nach anderen Tag, nach anderen magischen Tieren fragen, nach Vergangenheit fragen und dann gehst du schlafen. Oh. Was machst du? Stehst hier rum. Okay, mach das mal aus. Himmel betrachten. Jetzt ist er deprimiert. Aber egal, es macht ihm Spaß und dann kannst du auch Sachen essen. Nein, du kannst deinen Gesundheitstrank trinken. Und dann bist du wieder nicht hungrig. Und dann kannst du aufs Klo gehen. Und dann kannst du schlafen gehen. Und du bist wieder da. Okay. Du kannst aufräumen. Kanal schauen, Sportkanal und ein Stück nehmen. Gut, sie kann echt nebenbei essen und nebenbei gucken. Das ist schön. Jetzt können sie aufräumen. Zack. Abendessen servieren. Taco-Auflauf. Mach einfach mal Essen für die Zukunft, sage ich mal. Und dann kannst du schlafen gehen. Und was mit dir? Du kannst jetzt mal aufhören. So. Du machst dein Getränk. Okay. So. Zack. Aber du kannst jetzt das schöne Essen, was neu kam. Und das auf jeden Fall sauber machen. Okay. Verbessern. Überragende Spülung hinzufügen. Verbessern. Wasserstrom regulieren. Verbessern. Okay, nö. Aber danach kannst du auch auf Klo. So. Und dann kannst du chatten oder so ein Scheiß. Kontakte knüpfen. Brieffreunde finden. Chat. In Foren provozieren. Ja, das machen die Hater und so. Aber nee, das machen wir nicht. Wir sind nette Menschen.
Auch wenn wir verrückt sind. Vielleicht. Oh. Du musst mal schnell essen. Nein. Öffnen. Und das essen. Und dann machst du auf jeden Fall eine erfrischende Dusche. Schnell, 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 schnell. Das schaffst du. Das schaffst du. Ach kacke, die Kackdusche steht hier noch. Die wollte ich eigentlich nur vorübergehend machen, weil sonst hätten die sich überschnitten mit den Duschen. Energie geladen, ja. Fleißig lernen. Okay, was ist mit dir? Du stinkst. Okay, geh auch duschen. Du kriegst auch eine erfrischende Dusche. Wann musst du zur Arbeit? Heute um 12. Okay. Kriegst du hin. Dann räumst du auf. Das kannst du auch aufräumen. Und du chattest immer noch, weil du keine richtigen Real-Life-Freunde hast. Hahaha. Und sonst, ja. Du kannst ja wieder trainieren, obwohl musst du heute arbeiten. Nein. Natürlich nicht. Er ist so gut wie arbeitslos. So, aber das reicht jetzt mal. Und er kriegt... Ja, genau. Ding und... bla bla. Achso, Tantiem, ja. Er sollte mehr Bücher schreiben, damit er mal wieder Geld kommt. Das ist schön. Das kommt ja nicht mal wöchentlich oder so, sondern irgendwie täglich oder was? Die Lügen meines Deutschlehrers? Nein. Mein Deutsch ist besser als das meines Deutschlehrers. Fragezeichen. Mein Deutsch ist besser als das meines Deutschlehrers. Oh, sie ist auf Arbeit und stinkt. Geil. Egal, du arbeitest trotzdem fleißig. So, und du? Ja, machst weiter. Wir wollen ja, dass du Bücher schreibst. Ganz viele Bücher. Schreiben. Liebesmail schreiben. Sachbuch. Die Sache mit dem I. Imaginäre Zahlen und du. Hä? Hier steht... sinnloser Text. Ja. Was für eine Errungenschaft. Ein komplettes Buch geschrieben. Wow. John ist wieder da. John. Wie geht's dir, John? Okay, du guckst erstmal fern. Das darfst du. Hat er jetzt alles erledigt? Ja. Oh Gott, es gibt noch mehr. Oh. In vier Fähigkeiten erreichen. Level erreichen. Dreimal Zusatzaufgaben lösen. Mach mal schnell Hausaufgaben. Schnell, schnell, bevor du wieder schlechte Laune kriegst oder so. Hm. Okay, und du? Hast Hunger. Essen. Und den Auflauf. Ticket mit dem Essen raus, um so ein Buch dazu verschicken. Okay. Wie er will. Dann machst du jetzt noch eins. Oh Gott, soll ich die ganzen Texte ausdenken? Ist echt nervig. Du tanzt jetzt eine Runde. Okay. Warte mal, was? Du darfst nicht tanzen. Zusatzaufgaben machen. Ja. Imaginäre. Nein. Du bist imaginär. Achso, und ich beende jetzt mal den Part. Der ist schon recht lang. Oder genug lang. Und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Tschüss dann und tschüss.